Da hatten wir es also gefunden. Das zweite Tor in diese sonderbare Fremde. Wenn die Befürchtung des moorischen Bootsmannes stimmte, orakelten die Worte der Orima-Priesterin, dass Phileason nicht mehr er selbst sein würde. Was auch immer mit ihm geschehen sein sollte, wir würden ihn nicht im Stich lassen. Sagt er jetzt hier im Nachhinein. Und gerade eben sträubte er sich noch. Nehmt dies zu eurem Schutz, mein Bruder. Es wird euch im Kampf gegen Kazak, der im Blut wartet, beschützen. Ich habe dieses Possenspiel nun lange genug ertragen. Dieser Mann ist nicht unser Hochkönig. Wie dem auch sei, ich hatte euch vor ihr gewarnt. Okay. Dank. Dann heißt es nun, in die Schlacht zu ziehen. Gegen Kazak und die namenlose Horde. Ehrwürdige, was ist mit euch? Autosave und ja, die Noti-Priesterin, die Orima-Priesterin ist am Durchdrehen. Ja. Miana, die Orima-Priesterin, ging plötzlich auf mich und auf Phileason und mich los, nachdem sie ihm den schimmernden Stein aus ihrer Maske überreicht hatte. Nun ist es an mir, mich zu verteidigen. Und ja, wir haben es zu Phileason geschafft. Okay, wie stark ist sie denn? Okay, sie ist schon ein ordentliches Kaliber. Deswegen geben wir gleich mal alles. Scheint immun gegen Wunden zu sein. Bei Angriff schwach! Bei meiner Treue! Hat sie mich etwa eingefroren? Ja. Weiche! Jetzt hat sie Ardu eingeschläfert. Meine Güte. Fluch und Baum könnten wir auf sie wirken, aber es würde nicht viel bringen. Angriff! Okay. Irgendwer muss hier ganz ordentlich einstecken. Sie rennt mit ihrem Schwert hinter mir her. Wieso kann sie das so gut führen? Versuchen wir es mal mit Niederwerfen. Hat nicht geklappt. Oh, dafür war ihr Rundumschlag heftig. Okay, langsam wird das was. Ich versuch's mal mit Sumus Leib, während Feiris mich heilt. Und Ardu ist wenigstens wieder wach. Hat Sumus Leib was gebracht? Ich weiß es nicht, Feiris sollte auf jeden Fall mich nochmal heilen. Ardu Klingensturm. So, dann bin ich wieder wenigstens gut dabei. Können wir weiter auf sie einprügeln, während Phileason brennt. Wenigstens scheint Phileason einiges auszuhalten. Ach, keine Munition mehr bei Feiris. Das ging mir etwas zu schnell. Alle nochmal ordentlich in Angriff. Ja.
Langsam haben wir sie runtergeprügelt. Ja. Für den Kaiser! Na? Ja! Ha, ihr Kul... Nee, das war kein... Das war ein Blitz, dich Find. Ah, Blitz, dich Find ist immer blöd. Schleifstein dafür ist toll. Zusammenhalten! Ja? Schleifstein und Heilung. Und sie hat nur noch 20 Lebenspunkte. Aber dafür ist Vorgrim nicht mehr besonders frisch. Aber jetzt. Kaum noch einen ordentlichen Wuchtschlag vom Vorgrim. Ich sagte einen ordentlichen Wuchtschlag vom Vorgrim. Der Vorgrim hat schon wieder eine Wunde. Was auch immer hinter diesen Geschehnissen stecken mag, uns bleibt nicht viel Zeit. Es gilt, das Löwentor gegen Kazak zu verteidigen. Folgt mir! Was war das jetzt gerade für eine Aktion? 300 Leid? Balsam Salabunde. Was müssen wir jetzt machen? Ach, das sind die geschlossenen. Die Invasionstruppen zwingen. Kaum war Filiason oder Hochkönig Venvarien durch das Portal der Rose gestürmt, schlug ringsum auf der Hofgrotte seltsam Bild ein. Wenn dies ein weiterer Invasionsversuch des namenlosen Hordes ist, muss ich ihm um jeden Preis Einhalt gebieten. Ja. Hallo Hordenkrieger. Sporenbomben heißen die. Okay. Jetzt müssen wir uns mit den Horden des Namenlosen anlegen hier wieder mal. Und die feuern mit Sporenbomben. Und Feiris sollte Ardo heilen. Ach du meine Kacke. Hordenanführer, Hordenkrieger. Ich würde mal sagen, alle Mann auf den Hordenanführer. Der hat nämlich Anführer-Aura. Na? Ja, zusammenhalten! Ei, weiche! Wo auch immer der gerade hinrennt. Feiris, ganz schnell Vorgrim heilen. Ja. Vorgrim, noch ein Wuchtschlag. Also noch ein Klingensturm. Bringt das Ungetüm zu Fall. Ardo trinken, Vorgrim trinken Schluck. Und ich sterb gleich. Ich will aber nicht sterben, das ist doof. Ah,
Aua, jetzt bin ich schon mal gestorben. Fyris sollte nicht auch noch sterben. Arthur sollte einen Schluck trinken, und zwar schnell. Fyris ist weg. Heilerin ist weg. Hordenkrieger, viel zu viele. Ah, du trinkst am besten noch mal ein. Vorgrim trinkt ein. Wir sind viel zu eingekesselt. Das schafft Ardo nicht alleine. Laden. Autosave. Ja, das wird das Beste sein. Autosave laden. Müssen wir nochmal gegen die Orima-Priesterin kämpfen. Jupp. Kugelblitz. Wuchtschlag. Bei meiner Treue. Sturm. Achtung. Das ist jetzt richtig blöd gelaufen. Oh, aber wir haben hier schon mal fast 40 Schaden gemacht. Und sie hat mich in Tiefschlaf versetzt. Angriff! Das müsste eigentlich Fyris halten können, oder? Ach, nur so geht das. Sehr schön, jetzt ist Ardo wieder da. Weil Fyris das auflösen konnte. Und vielleicht sollte ich meinen Acceleratus auf Vorgrim sprechen. Warum, warum? Ich sollte die Zauber eigentlich öfter mal verwenden. Es dürfte sie nämlich etwas besser zu treffen sein. Zusammenhalten. Noch ein Kugelblitz. Vielleicht noch ein Kugelblitz hinterher. Wir kriegen ja nach der Zwischensequenz das volle Mana wieder. Kugelblitze hauen bei ihr richtig gut rein. Angriff! Ja, weiche! Wie viel Munition hat sie noch? Zwei Pfeile. Das ist nur noch einer. Wow, das war heftigst gegen Ardo. Ach, das war ein Befreiungsschlag. Balsam Salabunde. Ja. Zusammenhalten! Ja. Gleich nochmal Vorgrim heilen. Ja. Bei meiner Treue. Bei einem Spark. So. Keine Munition mehr. Nachladen. War ihr. Noch ein Blitz, Kugelblitz. Der macht richtig schön Schaden bei ihr. Das dürfte Vorgrim hoffentlich durchstehen.